Howdy meine Herbstfreunde und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem weiteren Herbst-Shopping-Video. Dieses Mal bei TK Maxx in Erlangen, das ist bei Nürnberg. Und ich zeige euch, was der TK Maxx schon alles an Herbst- und Halloween-Deko im Verkauf hat. Falls euch das Video gefallen sollte, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen dicken Daumen nach oben da lassen würdet und meinen Kanal abonniert, denn dann seid ihr immer up to date und verpasst keine zukünftigen Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Zuerst sind die Mama und ich bei den Tassen stehen geblieben, um zu gucken, was es da alles schon gibt. So viel war es leider noch nicht, aber diese coole Hello Pumpkin Tasse habe ich natürlich mitnehmen müssen, weil die einfach so putzig war. Ich habe mir letztes Jahr eine ähnliche bei Next Germany bestellt gehabt und wollte diese jetzt aber noch mitnehmen, weil nämlich auf dieser Tasse vorne drauf Hello Pumpkin steht. Und in meiner, die ich letztes Jahr bestellt hatte, da steht es nur innen am Rand drin, deswegen sieht man das nicht so eich. Und da ich die so schön fand, konnte ich nicht drumherum und musste die eben mitnehmen. Dann gab es da noch so ein paar andere Tassen und auch Gläser und auch ein bisschen Geschirr. Das war jetzt nicht ganz so mein Fall, abgesehen jetzt von diesem Teller hier mit diesen aufgestapelten Kürbissen. Den fand ich ganz putzig. Auch wieder so, ja, für eine Halloween-Feier oder so. Aber alle anderen Sachen, die fand ich jetzt halt nicht ganz so toll, weil das überwiegend wieder so ein bisschen Halloween oder mehr Halloween angehaucht ist und ich eben mehr so der Herbstdeko-Typ bin, also so traditionell, nicht so viel Gruseliges, nicht viele Skelette, das mag ich nicht so, sondern eher, ja, mehr das Traditionelle. Aber wie gesagt, ich möchte euch alles zeigen und habe euch alles aufgenommen, damit für jeden was dabei ist. Vielleicht findet ja der ein oder andere von euch an irgendeinem Deko-Element gefallen. Ich habe mir gedacht, ich werde in diesem Video nicht gar so viel reden, denn ich habe jetzt so ein bisschen schöne Herbst-Hintergrundmusik draufgelegt und ich habe mir gedacht, ja, genießt doch einfach das Video, guckt euch an, was es schon so an Herbstdeko gibt, lasst euch inspirieren, genießt die Musik dazu und dann hoffe ich, dass euch das Video Spaß machen wird, dass es euch unterhalten wird. Was mich noch brennend interessieren würde, ist, wann ihr anfangt, für den Herbst oder auch für Halloween zu dekorieren. Also ich bin am Überlegen. Letztes Jahr habe ich Anfang September angefangen zu dekorieren und meine Mama, die ist ja eigentlich nie so gewesen, dass es schon frühzeitig angefangen hat, für den Herbst zu dekorieren. Aber dieses Jahr kann sie es nicht erwarten und hat zu mir sogar gesagt, sie fängt jetzt sogar im August schon an. Und dann habe ich mir gedacht, hey, also wenn die Mama so früh anfängt und ich ja eigentlich sonst immer früher dran war, sollte ich dann nicht auch schon im August anfangen, so vielleicht wenigstens ein bisschen zu dekorieren, bevor ich dann im September voll damit anfange? Ich bin dann noch so ein bisschen im Zwiespalt, bin noch am Überlegen. Aber ich denke, dass ich so Ende August, Anfang September wieder anfangen werde, meine Herbstdeko rauszuholen und dann so richtig loszulegen. Weswegen es mich eben interessiert, wann ihr anfangt. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Also Kerzen hatten sie leider nicht so viel. Also ich glaube, das waren nur 3 oder 4 Stück, nee, 5 Stück waren es, die es gab. Und euch kann ich nur diese Spooky Season Kerze sehr empfehlen. Die riecht nach allem, was der Herbst verkörpert. Nach Gemütlichkeit, nach Zuhause bleiben, aus dem Fenster gucken, Tee trinken, Kürbissuppe essen. Also wirklich, ich kann euch die wärmstens empfehlen, falls ihr die bei TK Maxx seht, dann schnappt euch die. Die habe ich letztes Jahr nämlich auch schon gehabt und die riecht einfach wunderbar. Und die muss auch nur 2 Minuten brennen, dann riecht die ganze Wohnung oder das ganze Haus danach.
diesen beigen Kürbis, den habe ich mir mitgenommen, weil es der einzige war und ich mir gedacht habe, ich könnte doch dieses Jahr auch so ein bisschen neutralere Herbstdeko mit in meine traditionelle orangefarbene Herbstdeko mit integrieren und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Dieses Schild fand ich auch richtig, richtig cool, wenn man irgendwie so eine Halloween-Party hat oder so, dann passt es echt super gut dazu und für 14,99 finde ich, kann man nichts falsch machen. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass in diesen Kürbissen, also jetzt nicht in dem, in denen zum Beispiel kann man jetzt halt, ja, Kerzen reintun, aber in den anderen daneben, da habe ich es versucht, euch zu filmen und auch zu zeigen, da sind nämlich solche Beutelchen drin mit, ich weiß nicht, was es ist, irgendwelche Blüten oder irgendwas und die riechen auch richtig gut nach Herbst. Das fand ich auch eine richtig raffinierte Idee, weil ich das bei TK Maxx noch nicht gesehen habe. Leider hatten sie ja auch noch nicht so viele Herbstdecken da, eher mehr so Halloween-Decken. Und die habe ich euch natürlich auch oft genommen. Aber dann sind mir ein zweites Mal vorbeigelaufen, weil ich mir gedacht habe, ich habe nur diese zwei gesehen und dachte mir, das gibt's doch nicht, dass die nur diese zwei Decken haben. Und beim zweiten Mal hingucken habe ich dann diese Decke entdeckt. Und zwar sind das eben Dackel, die eben angezogen sind und ja, mit herbstlichen Blättern. Das fand ich voll putzig. Oder auch diese Hunde verkleidet als Halloween, mit Halloween-Kostümen. Und diese Decke, die habe ich dann mitgenommen, weil das die einzigste war, die einzig traditionelle Herbstdecke. Alle Decken haben 16,99 gekostet, was ich jetzt auch nicht die Welt finde. Also das kann man schon einmal bezahlen, wenn man so eine coole, originelle Decke bekommt. Dann gab es noch diese zwei hier und ja, mehr Decken hatten sie leider noch nicht. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen inspirieren, auch wenn es noch nicht gar so viel war. Aber keine Sorge, der Herbst, der kommt natürlich erst noch und die Läden, die werden jetzt halt von Woche zu Woche immer mehr Herbstdeko im Verkauf haben und das werde ich alles für euch mitfilmen. Ganz egal, welcher Laden es ist und was für eine Deko es ist, sobald ich was sehe, dann werde ich es für euch filmen. So, dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder im nächsten Herbstvideo. Bis dahin, stay wild and howdy!